Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Update, und es geht um Truck Driver. Truck Driver hat in letzter Zeit zwei neue Updates bekommen. Nur ich bin leider jetzt erst dazu gekommen, um euch zumindest etwas davon zu erzählen. Die aktuellste Version ist jetzt 1.07. Ich möchte aber erst auf die 1.06 eingehen, und da muss ich dann auch wieder meinen Kopf nach rechts bewegen, um halt das ein bisschen abzulesen, weil ich kann es leider nicht komplett auswendig euch mitteilen. Also, es wurde eine Suchfunktion hinzugefügt, mit dem man mit dem D-Pad, also Controller und Lenkrad, sofort nach links oder rechts geschaut werden kann. Dieses ist mit dem DualShock 4 Controller noch nicht möglich, aber auf den PS4 Lenkrädern. Ich hatte auch vor kurzem hatte ich ein PS4, also das Logitech G29 Lenkrad mal hier, und habe Truck Driver damit ausprobiert. Und ich muss sagen, das erste Mal, wie ich es ausprobiert habe, war es ein Grauen. Nur zufälligerweise kam dann ein Patch von Truck Driver, und dann war es richtig gut. Also mit Lenkrad lässt sich das Spiel auch echt gut spielen und kann ich auch echt empfehlen. Außerdem gibt es optimierte zeitgesteuerte David-Zung-Missionen, dass man längere Zeit hat, die man wohl braucht. Ausgeglichene Wetterbedingungen, dass der Regen seltener auftritt und nicht so oft wie vorher. Dann gab es Probleme mit der Lenkradempfindlichkeit und Force-Feedback. Das ist das, was ich ja auch schon mal sagte. Das war dann beim letzten Patch, ne? Und Probleme bei dem Regen durch das Dach der Kabine im Cockpit geschnitten wurde, also sprich eine kleine, also die Grafikdarstellung war nicht die beste, feste Scheinwerfer- und Fernlichtanzeige im Cockpit, Texturprobleme an Tankstellen wurde behoben, und man kann jetzt das Spiel während der Charakterauswahl verlassen und aktualisierte Lokalisierung für bestimmte Sprachen, also sprich, dass eine bessere Übersetzung der Texte da ist. Dann kommen wir zum aktuellen Patch. Und da geht es darum, dass die Spähfunktion, was ich gerade schon mal sagte, was vorher nur mit dem PS4-Lenkrad ist, dann jetzt auch für das, also für den Controller gilt. Dann, Sie können die Suchfunktion jetzt auf dem DualShock 4 Controller der PlayStation 4 auch verwenden. Die Spähfunktion zur Übersicht von Steuerung Lenkrad wurde im Menü hinzugefügt. Dann gucken wir doch gleich mal da rein. Gucken wir uns doch einfach mal an, was gibt es denn hier? Ja, das ist jetzt nichts Neues. Die Lautstärke ist auch dasselbe. Steuerung, Steuerempfindlichkeit. Ja, habe ich immer noch ganz niedrig. Ich finde das immer noch sehr merkwürdig, dass man es ganz niedrig oder hoch einstellen kann, und irgendwie tut sich da gar nichts. Ja, dann haben wir hier Blinker links und Blinker rechts. Und wenn man das hält, kann man nach links schauen oder halt auch nach rechts schauen. Ich kann das mal eben demonstrieren. Oder auch nicht. So, ich fahre jetzt einfach mal ein Stückchen rum. Okay, man muss doppelt drauf drücken. Das ist natürlich ein Fehler hier in der Beschreibung, würde ich mal sagen, weil da steht drücken und halten. Darüber steht einmal drücken und da steht drücken und halten. Ja, okay, drücken und dann nochmal drücken und dann halten. Also, ja, ich würde mal sagen, vielleicht nicht sehr gut ausgedrückt. Aber nun gut. Controller-Vibration bei der Motorzündung hinzugefügt. Gut, weiß ich nicht, weil ich habe die Vibration ausgemacht, um den Akku halt ne, zu entlasten. Sie können nun die HUD-Spiegel einzeln im Menü ein- und ausschalten. Ja, das ist ja das, was ich gerade schon gesehen hatte. Hier, Innenspiegel HUD aktiviert. Ne, kann man hier. Ja. Wunderbar. Ich finde auch das Hin- und Hergucken ist jetzt was, ist verbessert worden. Das muss ich auch sagen. Und Sie müssen jetzt den Motor Ihres Lastwagens abstellen, bevor Sie an einer Raststätte schlafen können. Okay. Ist auch jetzt nicht gerade eine tolle Neuerung, aber wie auch immer.
Ja, weitere Updates sind auf jeden Fall geplant. Was genau hat Sodesco noch nicht gesagt, aber das, was im Vorfeld schon gesagt wurde, Map-Erweiterung und so weiter und so fort, ist immer noch in Planung. Das war es von meiner Seite aus. Ich hoffe, es war informativ für euch. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Ansonsten gerne auch unten was in die Kommentare schreiben. Abo würde mich auch freuen. Das war's von mir. Ciao, tschüss. Bis denn.